So, einen wundervollen, schönen guten Tag zusammen. Wir wollen uns heute nach dem gestrigen Release erstmal die Lautstärke etwas runterdrehen. So. Und ja, gestern war der 13., heute ist der 14.3., wie ihr hier seht am Panel. Ja. Und Alarm ist gerade mal ausgeschaltet. Version 2.2 ist public. Ja. Und läuft schon, schnurrt wie ein Kätzchen. Hab euch dazu, muss ich sagen, ich bin zeitlich nicht dazu gekommen, nochmal eine extra eine Videoanleitung zu machen. Aber es ist 1:1 das gleiche wie in der vorherigen Videoanleitung. Ja, ihr entpackt das, ja, dann habt ihr den Ordner MQL5 und dann ist auch der Ordner Config. Ja, die nehmt ihr beide, öffnet im Metatrader hier oben, ne, hier Datei, Dateiordner öffnen und zieht das von A nach B, lasst es los. Dann fragt ihr noch wahrscheinlich, wollen sie es überschreiben, integrieren, je nach System. Sagt ihr immer, yo, fertig. Das Ganze habe ich euch aber auch als PDF-Anleitung gemacht, ja? Weil das ist besser zum Nachschlagen. Wenn nochmal irgendwas unklar ist, so von wegen, ah, wie war das jetzt nochmal hier mit Charts Plus und Minus, könnt ihr den PDF, das sind, ich glaube, 18 Seiten, ja? Richtig geil bebildert, alles mit ganz viel Liebe. Ich habe da 3 Tage dran gesessen, ja? Ah, 8 Stunden. Nachschlagen nochmal, weil das ist einfacher als in einem Video, ja, was dann vielleicht 37 Minuten ist, zu gucken, wo ist jetzt die Stelle, wo er das nochmal erwähnt. Oder ich müsste 1 Million Bookmarks setzen immer. Ja. Gibt so Zeitstempel. Aber wie gesagt, es steht alles um eine Anleitung. Am besten dort das einfach befolgen in dem PDF. Ja. Und ansonsten die Verschieberei, wer das nochmal vom Video braucht, von Ordner A in Ordner B zu verschieben, kann es einfach von dem bisherigen Videoanleitung sich angucken. Und da hat sich nichts geändert. Ne? Außer, dass wir den Ordner Config noch mitziehen. Und ja, easy peasy. Also das ist wirklich Windows Grundkurs 1. Ja? Dateien von Ordner in Ordner kopieren. Ne? Und aber zur Not, es gibt auch immer mal Probleme, habe ich mir eben schon mal so gehört, so Lizenz wurde dann irgendwie nicht erkannt, die habe ich aber alle 1:1 übertragen, wie die letzten Lizenzen waren, die ich hatte, also eure Metatrader-IDs, sind 1:1 übertragen worden, gibt jetzt auch die Fernlizenzierung wieder, das heißt, wenn ihr eine Lizenz geändert haben wollt, schreibt ihr mich einfach kurz an, da kann ich die sofort ändern, ohne dass man irgendwie wieder Datei ersetzen, runterladen, machen, kompilieren muss, einfach mitteilen, tauschen, weg ist die alte, da ist die neue. Das geht also rucki-zucki. Ja, was können für Fehler passieren bei der Installation? Es kann immer mal sein, zum Beispiel hier oben, ne, mit diesem Extras, Optionen, einmal hier, dass da keine Eintragung gemacht wurde. Steht aber alles im PDF drin, braucht ihr auch nur kopieren den Teil und einfügen hier. Oder hier gibt es dann nochmal immer Experten, ne, Import von DLLs, genau, ja, das hier alles anzuhaken. Ich habe es auch nochmal in dem anderen PDF explizit nochmal den Bereich gescreenshottet, dass man die DLLs aktiviert und habe die Datei sogar so genannt, DLL aktivieren. Also, ich denke auch mal, die meisten Leute sind da ja auch, ist das ein bekannter Schuh, ne, den man schon seit Ewigkeiten macht, diese DLL-Aktivierung, ja, braucht man eigentlich immer. Und, ja, ansonsten lassen wir laufen. Ich habe das jetzt auch hier eingerichtet. Hier hatte ich als noch so eine Beta-Version und so eine Vorversion drauf. Habe jetzt genau die genommen, die ihr auch habt, ja. Und hier seht ihr immer noch eure Lizenzgültigkeit. Und ja, das sind auch alle Assets, die jetzt standardgemäß mal eingetragen sind. Ich habe die jetzt im M1 und M2. Wir wollen ja mal gucken, dass wir 1, 2, 3 schöne Trades noch machen. Ja. Natürlich ist es dann ratsam, auch M5 Bezug zu nehmen oder M2, M5. Ja. Das könnt ihr ja hier einstellen, wie ihr wollt. Ja. Überlege, was gibt es sonst noch zu sagen. Ich mache hier unten, die lasse ich die Matrix gerade weg. Ihr könnt natürlich auch die Pulslinie nehmen, wenn ihr wollt. Ne? Aber ich habe ja hier meine Matrix hier neben. Und dann sehe ich auch sogar, was in anderen Charts ist. Da brauche ich die nicht nochmal hier unten. Man spart sich die Performance. Ja? Und wie gesagt, hier gibt es noch diese Sub oder Subdem. Ne? Die einen der Sub und, also eigentlich heißt der Subres, Support und Resistance Linien einzeichnet. Oder den Subdem, ja, der euch Bereiche einzeichnet, Zonen. Ja, also dann zum Beispiel hier von der Kerzenspitze bis zum Kerzenkörper, den Bereich so. Ja, im Grunde machen die beiden das Gleiche. Ja, tu schon wieder. Das hatten wir letzte Woche doch erst. Ja, da hat er mich hier geupdatet, da war nämlich die Zeit abgelaufen. Ich blockiere doch immer die Updates. Und damit der Surfer nicht nachts updatet, aber die Zeit war abgelaufen. Und dann macht er wieder ein Update. Ja. Kommt in den besten Familien vor. Gut, jetzt haben wir noch 5 Minuten geschnackt. Nicht, dass ich wieder geschimpft kriege. Ich würde zu viel labern und zu wenig traden in den Videos.
Und ja, hier haben wir unseren Kalkulator, ne, können wir schön hier einstellen. Ne, wir können auch, wenn wir von Hand hier reingehen, 1550 einstellen. Ja, können uns das ausrechnen lassen. Und hier geben wir immer die ganzen Betrag vor und zurück. Und hier natürlich die Rendite, da gibt es ja keine Nachkommastelle. Hier, wenn ich einen Haken setze, nehme ich den Gewinn mit. Wenn ich den Haken wegmache, wird nur ausgeglichen. Das sieht man auch im Betrag, ne? Und hier steht der Gewinn von dieser Konstellation. Ja. Da legen wir los. Ich drücke mal auf Pause. Ihr seht, beim Dollar Cut haben wir was. Und baue mal hier alles noch mit Broker und so auf und komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wir sehen hier ein bisschen Disco-Disco-Lights. Ja, aber wir sehen auch sehr hohe CS-Werte. Und der Filter für den CS, hier seht ihr schön, könnt ihr alles einstellen. Alle Timeframes habe ich jetzt auf 3,6 gewählt. Das heißt, wir sind hier mit 5,6, 5,6. Hier beim Dollar Cut eben war die, na hier, 72. Ne? Da haben wir einen SD-Filter von 85 in der dritten. Ja? Das heißt, die statistischen Daten müssen mindestens eine Trefferquote von 85% haben im dritten Trade, ja, also in der zweiten Erhöhung. Ja. Alles, was schlechter ist, statistisch gesehen, will ich jetzt gar nicht haben. Ja, hier sehen wir auch Fund-Out 6-0er CS-Wert. Ja, dafür haben wir ja den Filter, ne, dass wir so eine Gülle uns rausfiltern können, ja, wo anzunehmen ist, dass wir hier in einem starken Trendmarkt sind und wir handeln ja gegen die Bewegung, ja, dass wir aber hier einfach überrannt werden. Ja. Dafür haben wir das ja. Wer meint, es wäre nicht so, kann natürlich die CS-Filter ausstellen. Ja. Hier bei Alarm. Kann die CS die Haken rausnehmen, dann hat er keine Filterung. Dann kämen auch hier die Alarme. Ja. Hier haben wir es ja, natürlich jetzt nur noch auf 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 und 3 von 4 und 4 von 4. Oder auf kann man es hier stellen. Ja. Den ganzen anderen schlechten Kram, ja, den, das hat ja keinen Sinn. Ja. Also, ne, ich kaufe da kein gutes System, um irgendwie Signale zu traden, die ich mir filtern kann, schlechte Signale rausfiltern kann und stelle mir sie dann trotzdem ein. Also, ja, ne? Und ja, ich brauche zum Beispiel auch nicht mehr meinen, werdet ihr nie wieder sehen, mein Excel-Sheet mit der Dynamisierung, mit der Erhöhung für Martingale. Das haben wir ja alles hier. Und ja, ich würde mal sagen, ich komme jetzt einfach beim nächsten Signal einfach online. Ne? Und hier Alert Window ist an. Und ja, dann legen wir los. Ich musste eben nochmal neu laden, deswegen hat es ein bisschen gedauert, weil wenn man den MetaTrader ja dann zusammenklappt, ne, dann wäre unser Chart hier drunter. Deswegen muss ich alles nochmal nach rechts rücken, gucken, dass es schön passt und dann ja, läuft das jetzt. Gut, alles klar, bei Signal bin ich da und dann legen wir los. So, wenn man das Headset ab hat, da haben wir noch ein Signal und zwar im Euro-Dollar-M1. Zufälligerweise bin ich gerade dort, ne? Weil Euro-Dollar ist immer ja, ne? Euro-Dollar ist Euro-Dollar. Pfund-Dollar gab es auch einen schönen Ausschlag, da stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht. Ja. CS-Wert müsste passen, aber wahrscheinlich der SD-Wert. Ja. Man sollte auch den Chart-Switch dann ausschalten oder den Autostopp. Wir gehen ja wieder auf unseren Euro-Dollar zurück. Gucken wir, ob er noch heiß ist. So, eins, zack, gehen wir rein. Ja. Gucken wir uns mal den Pfund-Dollar an. Seht ihr, hier haben wir 81. 85 ist unsere Schmerzgrenze da unten. Da sind wir drunter, deswegen kam der Alarm hier nicht. Ne, natürlich, wenn den SD-Filter aushackt, bekommt noch da den Alarm. Ne. Und jetzt gehen wir wieder auf unseren Euro-Dollar zurück und gucken uns den an. Ne, ich mache mal den Autostopp an. Das heißt, wenn wir beim nächsten Signal wechseln, bleiben wir stehen. Sonst swappt er immer weiter. Ne. Jetzt gehen wir mal in den Kalk. Wir haben hier M1, da müssen wir ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Ne. Wir haben hier 70. Wir haben eine Rendite von 84, das passt ja wunderbar. Das heißt, 15333 wäre 15333 wäre die nächste Step. Ich hoffe, dass wir nicht brauchen, aber so sind wir immer vorbereitet. Ich habe meine Mütze gar nicht auf. Habe ich mich die Haare gekämmt? Ich weiß es gar nicht. Ich war vorhin in der City, hatte die Mütze auf. Kann sein, dass ich ein bisschen strubbelig bin, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir, ja. Ja, der ging natürlich jetzt in den negativen Gewinn und sind jetzt im Folgetrade drin. Schade, wir waren eigentlich mehr im Geld als aus dem Geld, aber dafür werden wir uns jetzt holen. Ja. Jo, sieht gut aus. Ich habe auch jetzt mal hier wieder eine Nummer vergrößert, sonst hatte ich es auch immer hier die Ansicht gehabt. Ja. Aber
Zeit für Veränderung. Die Zeitenwende ist eingetreten. Wir gucken uns den Chart wieder groß an. Ja. Schön ist halt, wenn man das so sich anschaut, man sieht halt nochmal gewisse markante Punkte der Vergangenheit. Aber das kann man mit Plus und Minus auf der Tastatur, kann man das immer nochmal zurück und vor, wie man will. Ne? Wir haben jahrzehntelang uns das so angeguckt. Ich hatte es jetzt mal phasenweise immer mir so angeguckt. Alles möglich. So, noch 3, 2, 1. Hier oben sieht man auch die Uhr. Und ETM, yes. So, das ist schön, oder? Da kann man nicht meckern. Stellen wir sofort wieder zurück, dass wir da keinen Fehler machen. Ja. Weil M1, da geht es manchmal flott. Und wenn ich dann noch hier das Dingelchen da auf habe und noch schwätzen muss. Und ja, dann haben wir noch irgendwie den Autostopp vergessen. Jetzt machen wir den Chart-Switch. Ja, ist an. Das heißt, wir gehen jetzt zum nächsten Signal. Der Chart-Switch geht, weil wir den Autostopp drin haben. Wir stoppen automatisch beim nächsten Signal. Ja. Geht der Chart-Switch raus. Können wir mit der Leertaste, kann man den immer an- und ausmachen. Jo. Das ist ja eigentlich auch schon alter Hut. Aber es steht nicht dabei und es geht manchmal in Vergessenheit. Deshalb bin ich ja wieder da. Okay, ich zieh's mal meinen Hut auf, ne? Bis gleich. Trainer-Mützchen, ja. Wir haben ein paar Signale übersprungen, weil ich es kann. Nein, weil die rückläufig waren. Jetzt gucken wir mal, der Dollar-Yepi oder die Rendite hat nicht gepasst. A bis Z, Dollar Yepi 70 ist okay, könnten man mal mitnehmen. Gehen wir auf den Dollar Yepi, hier oben ist mit unser letzter Trade angepinnt. M1, ne, der ist auch stark rückläufig, da gucken wir mal, wenn er noch wenigstens rot bleibt. 2, 1, zack, gehen wir rein. Gut, jetzt klingt gerade mein Telefon, ich muss sogar ins Telefon, kommt gleich wieder. So, pling, plang, plong, wer pling, plang, plongt. So, der sieht doch schön aus. Jetzt haben wir gar nicht gekalkt. Ja. Na, der wird auch drin sein. Da brauchen wir gar nicht anfangen hier. Ja. Jesus Christus im Himmel. Wenn man... Das ist doch wieder mal typisch Montag, ey. Das kann doch nicht sein. Oder wir waren doch so schön im Gewinn. 70 mit einer 70er Rendite. Ja, der ist doch noch heiß. Oh, da sind wir sogar sehr gut reingekommen. Wir haben hier die M1er Kerzen. Also, dass der jetzt nochmal zurückgefallen ist, ey, der war doch jetzt 59 Sekunden und 59 Millisekunden drin. Mir fehlen Worte. Ah, jetzt kommt er, du guter Mann. Das war, also, zum Glück war er nicht abgedüst. Stell dir mal vor, der wäre hier oben schon gewesen und wir wollten dann die Erhöhung machen. Das. Also, nächstes mache ich, wenn er nur noch ausgleicht. Dann nehmen wir einfach den Hakan hier weg. Ja? Und dann wäre das 342,86. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Also, das habe ich auch nicht erlebt. Wir waren jetzt wirklich lange in dem Gewinn und auf die letzten Sekündchen haut er uns noch ab. So, gut. Wie gesagt, ich habe gleich noch eine Mission zu erledigen. Ich habe aber noch ein paar Minuten Zeit, noch Viertelstündchen, 20 Minuten. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir noch Signale schon bekommen, ne? Oder nicht. Wir machen den Short Switch an und Alarm ist auch an. Hatte ich mich phasenweise mal ausgehabt und habe mich als gewundert, kommt da keine Signale. Ja? Aber festgestellt, das Problem sitzt dann meistens davor, wenn man hier nämlich ausmacht und fummelt dann hier rum überall und so. Und naja, ihr wisst ja, wie es ist. Gut, machen wir jetzt schön an. Und ja, dann gucken wir M1, M2, was wir noch kriegen. Noch einen kleinen Trady-Wady. Autostop ist an, sprich wir hüpfen zum nächsten Signal, Pause und dann können wir gucken. Bis gleich. So, da haben wir noch ein Signalchen einbekommen. Im Euro-Out. Mhm. Ist zwar schöner Buy, ja? Aber der läuft nochmal nach unten. Und das ist wunderbar für uns. Da können wir nämlich, wenn er natürlich negativ bleibt, die Kerze, nochmal reingehen. Ja? Gehen wir auch erstmal auf Alarm, schalten den aus. Hier haben wir den Euro-Out. 70 Tacken für nach oben. Muss natürlich negativ bleiben, ne? Er darf jetzt verloren gehen. Ist natürlich schön, dass das System so toll ist, dass es gerade funktioniert hat, dass der Trade im Wind war, aber für uns war das jetzt schlecht, weil da konnten wir nicht mal reinspringen. Weil das kam wirklich eine Sekunde vorher. Ne? So schnell war es dann auch nicht. Ne? Gut, next one.
So, unser Freund vom Dollar Yeppi hat quasi nicht alarmiert. Ich hatte den Alarm hier noch nicht eingeschaltet, habe ich mal jetzt, aber wir sehen hier, wir haben ein Dreier-Signal, ne? M2. Wir sind hier 86, ne? Also alles cool. Ne? CS passt. Alles passt. Ich stelle mir nur auf M2 um. Und ja, die Kerze muss hier auch wie eben negativ schließen, natürlich, ne? Dass wir den Trade nach oben hin eröffnen. So. 3, 2, 1 und meins. Ja, lassen wir mal laufen. Ich bin auf Pause, komme wieder beim Ende, kurz vor Ende. So, wir stehen 20 Sekunden vor dem Ende. Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, bisher. Wir hatten hier halt schon einen starken Rücklauf. Aber der hätte natürlich jetzt hier drehen können, ne? Wenn er die große Kerze unten gemacht hat. Hat er nicht. Hätte, hätte, hätte. Wir gehen jetzt in den Folgetrade rein. 3, 2, 1 und zack, sind wir drin. Und ja, dann schauen wir mal, wie er läuft, ne? So, dann kann sich jetzt schön unten bilden. Hat hier, hat immer probiert, da unten was zu machen, aber wurde immer wieder zurückgepuffert. Dann kann er doch jetzt hier die Drehung vollziehen. Hoffen wir es mal. Wir haben ja noch eine Erhöhung würde ich noch gehen, ne? Und ich kann es nur noch mal sagen, ich empfehle es, ich rate es immer. Montag macht es schon Tag. Montag ist immer ein bisschen strange, ne? Aber ich habe mir das jetzt mal, weil es halt gerade Zeitfenster gab, wo ich jetzt Luft hatte und ich euch doch mit Videomaterial versorgen will, genutzt. So, und vielleicht werden wir jetzt schönen Gewinner sehen. Gut, ich bin auf Pause, komme dann wieder kurz vor Ablauf wieder. So, jetzt haben wir auch wieder noch unsere 20 Sekunden knapp. Das sieht aber jetzt besser aus, ne? Wir sind jetzt hier schön ITM. Haben noch knapp 15. Gehe jetzt noch zurück auf 70 Euro. In weiser Voraussicht, dass wir keine Erhöhung brauchen. Haben noch 6 Sekunden. Hier gucke ich mal auf die Uhr. 3, 2, 1. Zack, im Geld geschlossen. Schön. Sehr schön. Das passt auch von der Zeit. Es ist nämlich genau 16 Uhr. So lang wollte ich eigentlich gar nicht bleiben, aber das war jetzt wirklich das obere Limit, wo ich noch am PC sein konnte. Und ja, wie gesagt, das Video mache ich euch fertig. Das wird dann im Laufe des Abends, des späten Abends irgendwann released. Da könnt ihr euch das am Dienstagmorgen in Ruhe schön angucken. Wenn Fragen sind, Version 2.2, Next Level, pam, 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 kommt in die Telegram-Gruppe, schreibt ihr einfach, ja. Oder schreibt mir privat, am besten in die Gruppe, weil es gibt auch noch viele andere, die eingeweiht sind, die wissen auch alles. Und vielleicht sogar noch mehr. Und jeder hilft jedem. Und ja, wie gesagt, einfach wer Probleme hat, schreiben und dann passt es. Aber ich denke mal, das wird ganz, ganz kleiner Prozentsatz sein. Ja? Die üblichen Verdächtigen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis die Tage. Ciao, ciao.